Alles klar, Freunde, und willkommen zurück zu Part 2. Und zwar habe ich mir das mit dem WP angeschaut und ich habe mir gedacht, das ist das, was von Pokémon Go übernommen wurde. WP steht für Wettkampfpunkte und das ist eine Veranschaulichung von der Stärke eines Pokémon. Und um es besser zu sagen, eine Veranschaulichung der anderen Werte der Pokémon. Das ist einfach dazu da, dass quasi Beginner oder Neuanfänger, Anfänger an sich, wissen oder grob einschätzen können, okay, so und so stark, wirklich in Anführungsstrichen, ist das Pokémon. Für Pokémon Pros, sage ich mal, ist es eher sinnlos, weil die wissen eh, dass ich erklärt habe, mit den Werten, mit den Fleißpunkten hantiert man da, mit den Wesen, Genen und so und so fort. Das ist nur eine Veranschaulichung, was von Pokémon Go übernommen wurde mit dem WP. Und das mit dem Herzen bei Pikachu, da wären wir schlauer, Freunde. Das habe ich jetzt nicht auf die Schnelle herausfinden können. Wir sind aber jetzt in Vertania City. Richtig, richtig. Tipps für Trainer. Wenn dir die Pokémon ausgehen, kannst du dir im Supermarkt welche kaufen. Ja, das ist ja ein sehr schöner Tipp hier an der Stelle. Aber gehen wir mal in Pokémon Center rein. Was hat es denn im Pokémon Center geändert? Die Musik ist auf jeden Fall noch gleich. Oh, wer bist denn du, my friends? Wenn man sehr... Und by the way, Safety First. Ich habe jetzt mich Schlaufe angemacht. Oder ja, angezogen. Safety First, Freunde. Wenn man sehr viele Pokémon fängt, werden sie in eine Box geschickt. Du hast in deinem Beutel doch auch so eine Box, oder nicht? Ah, man hat jetzt keine Box mehr am PC, sondern in der Tasche. Oh, ey, was geht denn jetzt ab? Das ist die Zukunft? Oh. Okay, da wollen wir jetzt auch schauen, diese Pokémon-Box, das sind die quasi die Boxen in PC, in den Pokémon-Centern, die PCs, die haben jetzt quasi einfach to go. Okay, nicht schlecht. Das Lesematerial im Magazin stand da hinten ist für alle da, darauf hat mich die Dame am Anfang vor euch hingewiesen, okay. Gibt es was Interessantes zu lesen? Pokémon. Ja, eine Art. Ja, let's go. Mit Hilfe von Geheimtechniken kannst du auch Sträucher aus dem Weg räumen oder in dunklen Höhlen sehen. Praktisch in jeder Lebenslage. Jetzt bist du eine Reihe. Okay, das ist quasi, was VMs mehr oder weniger abgelöst hat, sag ich mal. Vorsichtig ausgedrückt. Es tut mir sehr leid, aber unsere Maschine wird gerade gewartet. Komm doch bitte später, okay. Hey, was geht bei dir? Ja, Pokémon sind alles schön und gut. Nee, hab ich nicht. Wenn die Initiative deines Pokémons größer als die des Gegners ist, greifen wir zuerst an, richtig. Genau das, Freunde. Pokémon gibt es ja Kraftpunkte, Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung und Initiative an der Stelle. Aber da wissen auf jeden Fall die meisten sicherlich Bescheid. Ich wiederhole wahrscheinlich einfach vieles, um selbst um einfach reinzukommen. Hey, soll ich dir was über Raupi und Hornio erzählen? Erzähl mal. Raupi ist nicht besonders gefährlich, Hornio aber hat einen giftigen Stachel auf dem Kopf. Da musst du aufpassen, dass es deine Pokémon nicht piekst. Bidi! Hey, hast du Post für Professor Pikachu, was ist los? Pikamau! Schuppert an den Blumen. Ja, mach mal langsam, Pikachu. Es ist immer noch family-friendly hier. Mach mal langsam. Ach, hallo, du kommst aus Alabaster, richtig. Dann kannst du auch sicher Professor Eich kennen. Ich hast ein Paket für den Classic. Ja, eine Bestellung. Okay, her damit. Würdest du vielleicht... Ja, mal her damit, Terminit. Du hältst ein Paket vom Angestellten. Nur her damit, let's go. Ja, schöne Grüße an Professor Eich. Und ciao. Ah, instant kann ich zurückkehren. Okay, nicht schlecht. Okay, nett, das ist nett. Momentane Teleportation. Mich wundert ja, was im dritten Pokéball ist, ne? Hallo, Soluna, wie verstehst du dich mit Pikachu? Gut, Nanu. Bitte. Pikachu. Pikamau. Komm an die Schulter. Komm an die Schulter, mein Freund. Genau das sind die Plays. GG. Genau das. Na, das staune ich, aber ihr beide seid ihr jetzt schon geradezu unzertrennlich. Haha, du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Dankeschön. Oh, du hast etwas für mich? Ja. Jetzt schau mal her. Stones. Mann, Ibra hat eine Attacke. Er jetzt willst du kämpfen, oder was? Ja, na klar. Einfach so hochgeklettert, mein Freund. Asni, jetzt musst du schon mal ranhalten, ja? Mich hat eben ein tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Himbeeren, okay, nein, ist nicht schlecht. Hm, die sehen lecker aus, aber die sind nicht für dich, Asni. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Diese Beeren sind für Pokémon gedacht, eben. Wirfst du eine Pokémon an Himbeere zu, bevor du es mit dem Pokémon anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich da auch leichter fangen. Alright. Ich merke schon, so Spin-off quasi Pokémon Go-Titel. So. Wir wollen Spaß haben! Du sagst es. Du sagst es. Aber ich will kämpfen. Gut drin, dass sie richtig stark werden. Ja, lass mal kämpfen, Asni. Komm her. Was ist hier drin? Bide? Ja, daran befindet sich ein Pokémon. Wer hätte es gedacht?
Jetzt! Augenblick! Jetzt kommen wir, Alter. Ja, ja, komm her, Asni, komm her, kämpfen wir. Ja, lach nicht! Grinst nicht so, Asni, ich sag's nicht, ich komm gleich rüber. Guck mal, wie frech der grinst, wieder auf uns herabschaut. Der hat nur ein Pokémon, das ist Evoli. Bide! Oh, Evoli sieht auch sehr schön aus. Oh, Pikachu! Der schmeißt den einfach, hat mal die Fresse, reiß mit dir. Kampf, let's go! Dann aus Sakura! Ah, Hukzuki haben wir auch erlernt, by the way. Stimmt, das müssen wir noch ein bisschen ändern mit dem. Ich hoffe, ihr seht so ein bisschen was, Freunde. Ich habe mich extra rechts positioniert, weil sehr viel Text links sein wird und die Kraftpunkte ebenso. Und was wir noch hier haben, sind, gehen wir so rum. Pokémon, ja, der kleinste Pokémon-Switch und ein Beutel hier an der Stelle. Ich hoffe, das passt so für alle, jedermann. Hukzuki greifen wir zuerst dann auf jeden Fall, aber wir bleiben mal bei Donnerschlag. Ja, ist ja quasi Typen, also nicht Typenvorteil, sondern wir bekommen einen Bonus, weil Pikachu auch vom Elektro Typ ist. Wenn wir genau eine Attacke starten, die vom selben Typus ist wie das Pokémon selbst. Ich weiß gerade nicht, wie viel Prozent das genau waren. Ihr merkt schon, ich habe letzte Edition nicht gespielt, aber Sonne und Mond. Ultra Sonne und Mond habe ich geskippt, deswegen bin ich da ein bisschen nicht mehr up to date. Angriff hat sie gesenkt. Okay, da machen wir natürlich Donnerschock, speziell Angriffsschaden. Weil sie hat unser Angriff gesenkt. Rucksucki an der. Ja, Rucksucki wäre jetzt auch, hätte sie auch runtergebracht, so ist nicht. Aber ich glaube, dass mit dem. Ich habe gerade den Namen vergessen, wenn die Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon. Es liegt mir auf der Zunge. So Classic Professor Eichsatz, aber es liegt mir legit auf der Zunge. Und ich glaube, es war ein 30% Boost, glaube ich. Naja, ihr merkt schon. Eigentlich ist sowas. So diese Pro-Pokémon-Sachen, sag ich mal. Sachen Kampf vor allem. Das hat mit. Eigentlich, vor es ausgedrückt, ist es nicht so Sinn und Zweck dieses Spiels. Das Spiel ist wirklich so. Das geht einem an Herzen. Es soll einfach Spaß machen. Ja, auch hier an der Stelle vorsichtig ausgedrückt. Aber wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Oh Mann, ich hätte den Mund bloß nicht so vollgenommen. Wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns mal wieder holen. Ja, ja, komm. Ah, wie war dein erster Kampf? Easy. Ja, danke. Danke euch. Und ciao. Wir sehen uns das nächste Mal. Genau das. Genau. Oh, die Musik. Was ist mit dir? Oh, Osaru. Wenn Pikachu so auf die Sitze wirkt, ihr zwei schon die richtige Partner. Dankeschön. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Sportliches Set? Klamotten? Nur her damit, Free-to-Play-Klamotten. Wenn du Pikachu dieses Set anziehst, könnt ihr mit Partner auf Reisen gehen. Yeah, der hat schon richtig Bock drauf. Sag mal, was geht? Pikachu. Die. Ich habe es nie vergessen. Die. Ah! Was geht? Ich spiele Pikachu, Joy-Con, führe die Hand zu Pikachu und bewege sie, um es zu streicheln. Anschubsen oder streicheln. Hand im Bildschirm mit Sitze. Okay, okay. Wo ist meine Hand? Bide? Pikachu! Wo ist meine Hand? Ah, hier ist meine Hand. Ah, du kleine, kleine, du kleine, kleine, kleine. Du bist ja so süß heute. Au, Mau! Oh, Pikachu. Ja, hast du was gegessen? Grüß mal für mich. Du kleine. Exklamation. Okay, genug Liebe für heute, mein Freund. Genug Liebe für heute. Was ist das? Wissen wir nicht. Aber wir haben ein Set bekommen. Pikachu Spielkasten mit Pikachu, wenn du immer willst. Okay, nice. Das merken wir uns. Aber. Ja, also ich schätze mal, dass wir auf jeden Fall. Wo konnten wir das machen mit Pikachu? Klamottenkoffer, da ist es doch. Ah, ich glaube, ich hab. Aha, siehst du? Olle! The Dreams! Olle! Pikachu! Wow! Was geht jetzt ab? Habe ich auch was bekommen oder ist das, was ich schon anhab? Ja, ist schon was anhab. Korrekt, let's go. Wie nett? Taubst du? Oh, Mirapla! Oh, jetzt hat die Sache, sollte ich jedes Pokémon fangen, das mir über den Weg kreuzt? Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Au! Oh lala! Okay, komisch. Das sah kein so guter Fang an der Stelle, um ehrlich zu sein. Pikachu erreicht Level 8. Taubsi erreicht Level 6. Okay, nice.
Alright, nehmen wir auf jeden Fall an. Ich glaube, es sind Pokémon gelagert. Okay, das merken wir uns. Also ich glaube, man kann quasi gegen Pokémon auch nur kämpfen, wenn man sie sieht, dass sie da herumlaufen. Nicht mehr so wie früher, dass aus dem Musch einfach einer droppt. LOL! Au! Bide! Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Nein, nicht Beutel. Einmal hochwerfen. Oh! Wie weit! Jetzt erkacken wir total. Jetzt ist schon mal gut geworden. Das ist mit the feeling. Wie beim Basketball müssen wir das so. Müssen wir die Pokémon fangen hier an der Stelle. Jetzt ist halt echt die Sache. Ich glaube, ich fange nicht jedes Pokémon einfach, was ich so sehe. Das würde sonst zu lang dauern. Wir gehen einfach mal weiter. Aber eigentlich wäre es nicht verkehrt, weil so trainiert man hier. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Man trainiert halt legit so. Egal, wir machen einfach mal weiter, sofern kein anderes Pokémon kommt, was du noch nicht gesehen hast. Ja, by the way, ich würde mal gerne wissen, wie man trotzdem, wie man rennt. Ey, wer bist du? Hier, mach ich. Ja, Heller mit dem Trank. Ja, war doch klar. Ja, der Hellseher. The Classics. So war es damals auch. Okay, danke. Ich weiß ja gerade echt nicht, ob ich renne oder ob ich dattel. Ratzfratz! Ah! Wie aggressiv! Was? Wie denn? Sag mal, das gibt's doch nicht! Das ist falsch zentriert, Freunde. Ich bin mir ganz sicher, dass es falsch zentriert ist. Ich sag mal so, neue Pokémon fangen wir, okay? Neue Pokémon, die wir sehen, fangen wir auf jeden Fall. Let's go. Ratzfratz! Taub sag ich Level 7, okay, nice. Miraplar Level 6. Miraplar direkt am Anfang hat mich echt gewundert. Alright, let's go. Was mit dir? Was? Du Kleiner willst kämpfen? Du Kleiner Penner? Okay. Axel, komm her, Junge. Knirps Axel. Geh aber nicht heulen zu deiner Mutter. Ich geh mal auch raus mit dir. Warum wirfst du den einfach so aggressiv in den Kampf? Er hat auch seine Klamotten, also sie, ich sag immer der. Sie hat auch ihre Klamotten an, ja. Der Spikamau, ja, weiblich, sie ist weiblich. Und zack, raus aber schnell. Zack, raus aber schneller geht's nicht raus. Da ist die Tür, mein Freund. Raus mit dir, raus mit dir. Idee. Zack, raus aber schnell, das sage ich dir sofort. Ja, 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 heu, komm, heu leise. Jetzt lass mich mal durch. Was hat's hier hinten noch? Ich weiß halt legit nicht, ob ich renne oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich renne. Hey, Asni! Du schreitst ja über beide Ohren oder so. Was ist denn los? Bist du wieder kämpfen oder was? So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie finden dabei oft KP und AP. AP sind die Anzahl der Punkte für einen Angriff. Also Angriffspunkte, die auf diesen Angriff noch tätigen könnt. Ja, das schicken wir zum Pokémon Center. Das mache ich gleich. Apropos Angriff, jetzt lass mal ganz kurz Pikachus. Pika Maus. Ruckzuck. Ich mache das immer so gerne. Und zwar, dass ich quasi stärksten Angriff von der Stärke her ganz nach oben setze. Jetzt ist die Frage: Attacke verschieben. Hier Y. Hier Ruckzuck macht an der Stelle. Wir haben sie Ruckzuck gebufft. Ne, 40. Und das macht auch noch 40. Aber, by the way, so seht ihr die Kategorie. Das Blaue bei Pikachu, bei Donnershock, das ist so blaue. Das ist für. Das ist eine Spezialattacke ist. Also basierend auf dem Spezialangriff. Und wenn sowas ist, so ein physisches, sage ich mal, sieht es für mich so wie ein physischer Schlag aus. Das ist basierend auf seinem Angriff. Ne? Und genau. Alright. Das war unser Pokémon erstmal hier. Also mit der Steuerung ist schon ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Das ist halt alles auf einen Controller, oder? Let's go, hier haben wir unsere Pokémon. Dankeschön. Yeah, buddy. Her mit meinem Pokémon. Und ciao. Alright. Gucken wir mal weiter aus den. Auf dem Weg nach Matania City.
Darf ich schon reingucken, ne? Ja, haben wir. Was hat's hier so? Wir haben keinen Angel. Oh, der hat das für uns. Aber da kommen wir nicht durch, weil wir keinen Zerschneider haben oder keine Geheimtechnik, was jetzt neu hier ist quasi. Was geht bei dir? Du versuchst ein Pokémon zu verständigen, dann gebe ich dir ein Rad auf den Weg. Man kann nie genug Pokémon dabei haben. Kauft hier im Pokémon-Supermarkt am besten aufstellen einen ordentlichen Vorrat. Ja, kannst auch einen ausgeben bitte, Free to Play. Ja, ist ein Pokémon. Danke, my boy. So, normalerweise sollte hier oben eigentlich ein verstecktes Item sein. Sowas früher. Also, ihr merkt schon, ich gucke jede, ich gucke mir alles an. Ne? Ihr merkt es halt schon mit jetzt. Aha, Der Pokémon-Detektiv Osaru. Das ist halt real hier an der Stelle. Alright, hier geht's eigentlich zu Top 4. Aber können wir wieder gegen Asli battlen, so wie früher. Asli. Oh, Habitak! Komm her! Habitak ist richtig aggressiv. Habitak ist richtig aggressiv. Nice, war ein guter Wurf. Habitak ist geil. Den holen wir jetzt auch mal gleich ins Team. Zusammen mit Ratzfratz natürlich. Let's go. Let's go. Mal ganz kurz checken, ob Eisen hier ist. Ah, Moment. Wir machen den Ton davor erstmal. Ah, ist so funktioniert mit der Box hier, oder wie? Aha, Pokémon Box. Aha, jetzt. Wir holen Ratzfatz mal rein. Auf jeden Fall. Und Habitak holen wir rein. Let's go. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, hey Osaru, willst du wieder kämpfen? Personal der Pokémon lässt nur alle Trainer durch mit den Arena und richtig. Ja, Mann, der will wieder kämpfen. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Zwei Pokémon Asen ja auch immer noch. Setz Taubsi ein, let's go. Raus mit dir. Ja, okay, Typenvorteil. Raus mit Sakra. Level 3 Asen, die trainierst du eigentlich deine Pokémon oder was machst du den ganzen Tag? Ey, Taubsi hat echt ein Majin-Symbol. Seht ihr das? Taubsi hat echt ein Majin-Symbol. Oder sehe ich das nur? Oder sehe nur ich das hier an der Stelle? So. Evoli. Nein, wir bleiben. Pikachu klärt das. Und hat dein Evoli Klamotten. Asli, schenk mal dein Pokémon ein bisschen Liebe hier an der Stelle, ja? Ein bisschen Liebe wäre nicht verkehrt. Oh, Huckzuckieb, okay. Greift immer zuerst an. Beziehungsweise hat Erstschlagquote. Aber das kann ich auch. Pass mal auf, du. Ich war noch einmal ein Donnerschock und dann bekommst du Huckzuckieb von mir. Pass mal auf. Aber guck mal, es wird jetzt weniger Schaden machen. Schaut jetzt. Spaß, ich nehme alles zurück. Okay, hat noch gereicht auf jeden Fall. Ja, weil es eine normale Attacke war und ja. Naja, whatever. So, Doppelkick. Was? Okay, let's go. Doppelkick wollen wir auf jeden Fall lernen. Machen wir mal dafür guten Schlag einfach weg. Let's go. Ja. 1, 2 und schwupp. Geil. Wir haben Level 7, nice! Pokémon Trainer Asni. Dankeschön, Asni, ja, konntest mir helfen. Wir sehen uns morgen wieder, ciao. Alright, gehen wir weiter. Speichert das automatisch? Unten links seht ihr das Symbol? Ich glaube ja. Gut, nein, das, was ist das für ein Symbol? Britannia City, let's go. Was ist das? Trainerschule, Bildung bildet, bitte. Hallo, ich will kämpfen. Ah, okay. Ja, okay, das ist doch schon alles. Alles mal alles Bescheid eigentlich. Normalerweise würde ich wirklich mit jedem sprechen, Freunde, jeden auch ansprechen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt schon fast wieder bei 20 Minuten. Deswegen, ihr merkt es auch schon, das ist wirklich ein Neuland für mich. Ihr könnt mir gerne jedes Feedback geben, zu einem auch zum Beispiel zu der Zeit, zu den Parts. Und ich glaube, es wird wirklich darauf hinauslaufen, dass ich zwei
Parts an einem Tag raus, sorry. Eins morgen, eins abend. Vielleicht, ich weiß nicht, ich kann's nicht versprechen, aber... Weil wir brauchen schon lange für so einen Part mit mir. Merkt ihr gerade, ne? Beziehungsweise... 25 Minuten, aber wir sind noch gar nicht so weit wie zum letzten Part, merke ich gerade. Ist sogar ein bisschen echt unangenehm. Aber wie gesagt, Feedback in der Hinsicht gerne erwünscht, Freunde, wie wir das handhaben werden. Arena, aber die sollte, da können wir, haben wir keine Chance, da dürfen nicht rein, die ist verschlossen, genau. Machen wir einfach mal weiter, let's go. Gehen wir mal weiter hier. Da fehlt eigentlich der alte Opa da an der Stelle. Coop-Trainer bei Zoom muss jetzt zeigen. Zu zweit kann man ja auch spielen, stimmt. Oh mein Gott, man kann zu zweit, das habe ich total vergessen. Normalerweise von meinem, oh, Raupi! Normalerweise hat es von meinen, also von meinen Jungs hat jetzt niemand, aber vielleicht geht da in Zukunft was. Au! Will es Raupi, eins fangen wir es auf jeden Fall. Raupi! Oh, wie süß, Raupi. Klasse, Raupi wurde gefangen, let's go. Taubs erreicht Level 8, geil. Taubs erreicht Level 8, geil. Mirab erreicht Level 6, let's go! Raupi wollen wir auf jeden Fall direkt mitnehmen. Nein, die Sch... mache ich das immer selbstständig oder... Ah, Honyu! Sogar zwei. Oder werden die selbstständig direkt in Pokémon... Box getan in die Pokémon Box. Naja, by the way, mit dem Candy, ich habe mir gesagt, dass man auch so Candy bekommt, aber irgendwie habe ich davon nicht. Das heißt, ich habe das irgendwie falsch verstanden damals an Informationen mit den Süßigkeiten, so wie in Pokémon Go, weil irgendwie habe ich davon gerade überhaupt nichts mitbekommen, um ehrlich zu sein. Naja, das sind, wir werden wie gesagt schlauer, Freunde, wir werden gemeinsam schlauer. Let's go, lasst uns noch. Oh, okay, da war ich eigentlich gar nicht drauf. Ah, der ist schon stärker. Komm her. Direkt gegen seinen Kopf geworfen. Ihr merkt schon, das ist halt wirklich so mehr eine Spielerei, ne? Das Game, das merkt man schon auf jeden Fall. Aber bis jetzt finde ich cool, ist eine Abwechslung, ist aber kein Hauptspiel, Freunde. Das dürft ihr nicht vergleichen. Das dürft ihr nicht mit einem Hauptedition vergleichen, auf gar keinen Fall. Eine Hauptedition sollte nächstes Jahr folgen, 2019 hieß es. Und das, darauf bin ich übertrieben gespannt, natürlich. Aber jetzt habe ich wieder vergessen zu gucken, ob ich die selber direkt in Pokémon Box schicke oder nicht. Naja, whatever. Was geht bei euch hier? Hallo, danke, ciao. Bist du kein... Oh! Wieso leuchtest du? Was war das? Winzig! Oh, du bist so klein! Wähle Beeren aus deinem Beutel aus und wirf die Pokémon zu. Boah, der ist stark. Warum sollte ich jetzt eine Beere werfen? Gibt es überhaupt Pokémon zu essen? Lässt sich ein bisschen leichter fangen. Etwas ruhiger. Gehen wir mal eine Himbeere hier. Ja, hier, nimm mal. Ah. Hier, friss. Friss. Und jetzt komm. Mach langsam. Krass, okay. Der war so klein. Der war so klein. Honyu. Krass. Mit den Größten haben die auch drauf geachtet, wie es aussieht. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die selbstständig in die Box schicke oder nicht, wie gesagt. Lass mal reinziehen, Freunde. Und ich verspreche, ab dem nächsten Part werde ich ein bisschen anziehen, so. Nicht so lang trödeln. Aber gut. Ah, ich hab wieder nicht drauf geachtet. Aber vielleicht werden die einfach automatisch geschickt. Safcon. Da ist irgendwas Raupi klein. Guck mal, der will kämpfen, ich seh's. Wir gehen erstmal ganz nach mit kämpfen. Hey, du hast ein großes Pikachu-Bar dabei. Ja, das höre ich oft. Göre Marina. Komm her, Göre Marina, mit deinem Ratz hier an der Stelle. Die Kamau, bam, raus mit dir. Ich geh mir einen Doppelkick hier, neue Attacke erlernt. Oh, ein Kick reicht schon an der Stelle. Alright. Das ist sehr effektiv. Now. Ja. Kampf gegen normal ist effektiv, wissen wir. Taubs erlernt Spiegeltrick. Was jetzt schon? Okay. Okay, nicht schlecht.
Das kann's doch nicht sein, doch. Ist, ah, 3 Pokémon habe ich von dir bekommen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Oh! Wieso bist du rot? Jetzt ist die Frage, ob riesige oder ob die Größe was ausmacht. Ob die Pokémon stärker sind oder nicht. Aber jetzt warte, mach mal langsam. Margin Topsy, mach mal langsam. Mach mal langsam, Margin Topsy. Mach du mal langsam. Und den haben wir auch an der Stelle gefangen. Yes, Freunde, dann will ich sagen, so viel zu Part 2. Für Part 3, Freunde. Wie gesagt, Feedback immer wünscht, könnt mich gerne wissen lassen. Mir kommt es halt legit so vor, als hätten wir in Part 2 gerade übertrieben wenig gemacht. Aber ich versuche dann anzuziehen auf jeden Fall. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns ab der Stelle hier, wenn wir gleich hier raus sind. Ja. Genau, ab der Stelle hier sehen wir uns dann immer noch nicht, sondern jetzt gleich. Dankeschön, ciao. So, Freunde, danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns wieder auf Part 3. Bis dann, ciao. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.